Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den sogenannten Blutknoten bindet. Den Blutknoten benutzt man in der Regel bei der Verbindung von zwei gleich dicken Schnüren, zum Beispiel bei monophilen Schnurverbindungen. Und so wird das Ganze gebunden. Ich habe hier wieder meine zwei Schnürsenkel und die beiden Schnüre will ich jetzt verbinden. Als allererstes nehme ich mir hier das obere Schnürsenkel und lege es über die andere Schnur drüber. Denkt dran, dass ihr hier ordentlich Schnurüberstand nehmt, dann könnt ihr den Knoten noch komfortabler binden. Das heißt, ich ziehe mir ordentlich Schnur drüber. So, und auch das Ende hier sollte länger sein, weil das müsst ihr auch gleich noch verbinden. So, nachdem ich mir jetzt genügend Schnur hier rübergezogen habe, nehme ich jetzt das Ende der Schnur und wickle es 4 bis 5 Mal um die blaue Schnur herum. Also hier einmal drunter durch. 1, 2, 3, 4 Mal. So, jetzt habe ich hier das Ende wieder. Jetzt muss ich wieder zurück, da wo der Knoten begonnen hat, und nehme mir die erste Windung, wo eine Schlaufe entstehen kann. Das ist die hier. Da mache ich mir jetzt ein Auge. So. Und gehe jetzt mit dem Ende hier von unten nach oben. Das ist ganz wichtig. Raus. So. Jetzt sieht das Ganze so aus. Ich bin von unten nach oben rausgegangen. Und jetzt widmen wir uns mal hier der linken Seite. Und da machen wir jetzt das Gleiche mit der blauen Schnur. Wir nehmen uns die blaue Schnur hier und wickeln sie 4 bis 5 Mal um die weiße. Eben war es ja genau andersrum. Jetzt mit der blauen. 1, 2, 3 und 4. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt gehen wir wieder zurück zur ersten Windung, wo eine Schlaufe entstehen kann. So, dann mache ich mir hier wieder so ein Auge und gehe jetzt mit der Schnur von oben nach unten. Eben sind wir von unten nach oben, jetzt von oben nach unten, also immer entgegengesetzt dem, was man zu Beginn gemacht hat, und ziehe die Schnur jetzt da durch. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Ich habe jeweils einmal die Schnüre da durchgezogen, die Schnurenden meine ich, und jetzt kann ich den Knoten an beiden Enden mit den Fingern langsam zuziehen. Natürlich anfeuchten nicht vergessen. Das mache ich hier aber nicht. So. So, ziehen wir das Ganze zu. Langsam mit den Fingern immer so ein bisschen nachschieben. Bis ihr merkt, dass das Ganze richtig schön hält. So. Und so sieht das Ganze dann am Ende aus. So habt ihr zwei ungefähr gleich dicke Schnüre optimal verbunden. Natürlich schneidet ihr jetzt noch die überstehenden Stücke ab, ein paar Millimeter vom Knoten natürlich weg. Und das war's. Das war der Blutknoten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo da, lasst ein Like da und kommentiert auf jeden Fall auch, wenn ihr Ideen habt, Anregungen zu anderen Dingen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine Tightline am Wasser. Alles Gute, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.